Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video an, wie man mehrere Interfaces in Klassen implementiert und zu welchen Problemen es da kommen kann. Und wir machen das Ganze wiederum sehr abstrakt, damit wir einfach bloß sehen, wie es geht. Wir werden uns in späteren Videos dann nochmal genauer damit beschäftigen, wie wir eigentlich diese ganzen Grundkonzepte, die wir eben jetzt in den Anfangsvideos lernen, also von Klassen, Kapselung, Vererbung, Interfaces, dann kommen noch Collections und Generics, wie wir diese ganzen Sachen eigentlich sinnvoll einsetzen, um eben mittelgroße bis große Applikationen zu erstellen. Was wir hier jetzt aber machen wollen, ist eben, wir definieren uns ein Interface, und das nenne ich einfach i-Schnittstelle, nichts anderes heißt ja Interface auf Deutsch 1. Und wir machen noch ein zweites Interface, das heißt i-Schnittstelle 2. Und ich mache hier eben bloß bestimmte Methoden, die eben irgendetwas andeuten sollen. Die nenne ich eben tue etwas 1 und tue etwas 2. Vielleicht noch mit E, weil wir wollen ja was tun. Oder auch nicht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie man schreibt. Anyway, wir bauen eine Beispielklasse dazu. Und implementieren jetzt beide Schnittstellen. Und wenn man mehrere Schnittstellen implementieren möchte, dann macht man das eben so, dass man einfach Komma getrennt angibt, welche Schnittstellen man einbinden möchte oder implementieren möchte in eine Klasse. Und das macht man einfach alles nach dem Doppelpunkt. Wir sehen hier die Schnittstelle 1, dann kommt das Komma und dann folgt die Schnittstelle 2. Dann machen wir das hier auf. Kleiner Tipp gleich, wenn Sie auf eine Schnittstelle gehen, die Sie noch nicht implementiert haben in eine Klasse, dann sehen Sie eben hier, ich mache es nochmal vor, dieses kleine blaue Zeichen, wenn Sie mit der Maus drüber gehen, bekommt hier eben ein kleiner Tooltip, und hier können Sie sagen, dass Visual Studio für Sie dieses Interface implementieren soll. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem vorherigen Video gesagt. Sie können, anstatt das mit der Maus zu machen, auch einfach Steuerung und Punkt gemeinsam drücken zur selben Zeit und dann ebenfalls mit Enter einfach betätigen, dass diese Sache hier aufgerufen werden soll. Ich gebe hier bloß auf der Konsole was aus, damit wir sehen, dass wir eben hier irgendwas machen. Und hier unten bin ich eben in tue etwas 2. Und wir sehen, wenn wir mehrere Schnittstellen implementieren, dann führen wir deren Member einfach so auf wie ganz normale Klassenmember, ohne dass wir was Besonderes haben. Das hier nennt sich eine implizite Interface-Implementierung. Also diese Sachen sind implizit implementiert, sind Teil der Klasse und gleichzeitig erfüllen eben diese tue-etwas-1-Methode auch die Schnittstelle 1. Was passiert aber eigentlich, wenn die Members von zwei Schnittstellen gleich heißen? Das mache ich jetzt mal so. Das würde ja bedeuten, dass wir diese Members hier auch gleich nennen müssen. Und jetzt verstoßen wir gegen die Einheitlichkeit von Methoden. Die müssen ja in ihrer eben in ihrem Funktionskopf eindeutig sein in Bezug auf den Bezeichner und auf die Parameterliste, und das haben wir eben nicht. Wir haben hier zwei Methoden, die haben den gleichen Bezeichner und die gleichen Parameter, nämlich in diesem Fall keine. Bei den Interfaces sieht man, merkt der Compiler noch keinen Fehler an. Warum? Weil sich diese Interfaces nicht kennen. Jeder definiert quasi für sich eine Methode, und es ist halt hier gerade ein Namenskonflikt entstanden. Damit wir das auflösen, müssen wir eine sogenannte explizite Interface-Implementierung machen.
Was das heißt, ich implementiere jetzt mal die Schnittstelle 2 explizit und die Schnittstelle 1 bleibt implizit. Wenn wir explizit implementieren, nehmen wir den Modifizierer weg und nehmen stattdessen hier iSchnittstelle 2.tuetwas. Das hier bezeichnet man als explizite Schnittstellenimplementierung und damit habe ich diesen Namenskonflikt aufgelöst, wie man sieht. Das hat aber auch noch Auswirkungen, wie wir hier sehen. Ich erstelle mir jetzt diese Beispielklasse, die ich geschrieben habe, hier unten mal. Und wir sehen, wir haben hier tuetwas. Das können wir aufrufen. Wenn wir das machen, ist natürlich die Frage, ja, wo werden wir jetzt landen? In einer der beiden. Und das ist natürlich die implizite Implementierung, in der wir landen. Wenn wir das hier aufrufen, landen wir eben in der tuetwas-Methode, geben das auf der Konsole aus und dann ist unser Programm auch schon vorbei. Wir sehen eben, wir waren in tuetwas 1. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dieses tuetwas von Schnittstelle 2 aufrufen, das ich ja explizit implementieren musste. Das geht, indem wir eben dieses Objekt, das wir hier gebaut haben, über die Schnittstelle 2 ansprechen. Das heißt, wir bauen hier Schnittstelle 2, Objekt 2 muss ich eben die Variable hier beispielsweise nehmen. Und wir nehmen eben Objekt 1 und machen hier eine implizite Konvertierung. Direkt vom Klassentyp hin zum Interface. Ganz normal die Ist-Eine-Beziehung, wie wir sie schon kennen, findet hier statt. Wenn wir jetzt auf Objekt 2.2 etwas aufrufen, dann landen wir eben tatsächlich hier in dieser expliziten Schnittstellenimplementierung. Das ist auch der große Unterschied. Wenn wir eben in explizit implementierte Mitglieder kommen wollen, müssen wir diese über die Schnittstelle ansprechen. Das geht nicht anders. Wenn wir etwas implizit implementieren, können wir sowohl über die über den Klassentyp direkt als auch über das Interface in diese Methode kommen. Und genau das ist eben der Unterschied zwischen impliziter und expliziter Implementierung, wenn es zu Namenskonflikten kommt bei mehreren Schnittstellen, die Sie in einer Klasse implementieren möchten. Vermeiden Sie explizite Implementierungen womöglich. Also das sollten Sie wirklich nur dort einsetzen müssen, wenn Sie mehrere Schnittstellen implementieren und diese Namenskonflikte aufweisen. Prinzipiell sollte man versuchen, gar nicht mehrere Schnittstellen zu implementieren, sondern möglichst bloß eine. Das ist der übliche Weg. Manchmal kommt man aber nicht drum rum. Beispielsweise, wenn man eine neue Collection baut und die Interfaces von .NET für Collections mit einsetzt, da kann es eben bei den generischen und nicht generischen Varianten zu Namenskonflikten kommen und dann muss man eben explizite Interface-Implementierungen einsetzen. Wie das genau geht, schauen wir uns noch detailliert in weiteren Videos an. Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt, den ich im letzten Video noch nicht erwähnt hatte. Das ist aber auch noch wichtig. Genauso wie bei, wenn Sie Interfaces implementieren, darf das genauso wie bei virtuellen und abstrakten Methoden nicht statisch sein. Ne? Wir sehen hier, ab dann erfülle ich nicht mehr diese Schnittstelle, weil diese Tuetwas-Methode nicht statisch sein darf. Interfaces heißt ja, dass wir Objekte über bestimmte über Interfaces letztendlich ansprechen, wenn man es mal genau nimmt. Und wenn wir Objekte ansprechen über Interfaces, müssen diese Methoden darauf immer als Instanzmethoden definiert sein. Seien es jetzt wirklich Methoden, Eigenschaften oder Events. Statisch ist hier nicht erlaubt und hier ist dann wieder mal ein weiterer Punkt dafür, dass eben Schnittstellen und statisch nicht zusammenpassen. Oder besser gesagt, Polymorphie und Schnittstellen und
statische Methoden. Das passt alles nicht zusammen. Also Static unterstützt nicht Polymorphie. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir schauen uns im nächsten Video noch die Mehrfachvererbung bei Interfaces an. Wir können nicht nur mehrere Schnittstellen hier in Klassen implementieren, sondern wir können auch Interfaces voneinander erben lassen. Und das schauen wir uns im nächsten Video an. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.